Das geöffnet. Das juckt mich jetzt nicht so. Ich brauche Eisenerz. Das ist wichtiger. Ich bin sehr froh, verkünden zu können, dass die Gruselhöhlenattraktion auf der Bernsteininsel endlich eröffnet wurde. Die Kosten betragen 100 Golds pro Person. Ich habe diese Attraktion lange herbeigesehnt und kann es kaum erwarten, mich zu gruseln. Bürgermeister Gale. Hey Handwerker, könntest du, wenn du Zeit hast, in unser Portia Times Büro an der Hauptstraße kommen? Ich habe ein Angebot für dich, Mai. Wenn ich Zeit habe, okay. Klappen. Gut, dann fahre ich mal hier hin. Sehr schön. Hatte schon befürchtet, dass ich hier irgendwas gefreckt habe. Es war heute Morgen recht frisch. Ist der Herbst schon da? Bitte was? Ja, schon die ganze Zeit da, würde ich sagen. So, wo ist denn jetzt da das Loch? Ein Ritter in verstaubter Kleidung? Liebe wie ein Blau. Hä? Ach Gott, da hinten. Ach du meine Fresse. Ich jetzt eigentlich in der richtigen Richtung. Jo. Welches noch soll ich denn flicken? Hier sind ein paar. Thank you.
klettern. Ein bisschen Loot bekommen, auch wenn die anscheinend neu spawnen, bevor ich hier irgendwas tue. Ich hab den Tag gerettet, Pazifist. Heilige Makrele. Ein Roboter. Wie unhöflich. Mein Name ist Ak Ak. Ak? Nein, ich heiße Ak Klack Ak. Was zum? Wer genau bist du, Ak-Botter? Was ist das? Ich bin der Koch meiner Raumstation. Ein Teil von mir ist gleich hier. Raumstation? Heiliger Bimbam, ich bin auf dem Boden. Wie bin ich denn hierher gekommen? Du bist vom Himmel gefallen. Offensichtlich. Erk. Hey, nicht bewegen, okay? Nicht in Panik geraten, nicht in Panik geraten. Wir sollten ihn dem Bürgermeister zeigen. Ja, sollten wir. Ich nehme ihn. Komm mit, Claudi. Ich wollte noch ein bisschen hier gucken. Zur Ziviltruppe gehen, ja, super. Naja, wenigstens bin ich hier. Nicht so wie in Oceanhorn 2, wo du hier irgendwo hinrennst und dann gesagt kriegst, ey, geh woanders hin. Sie dürfen mich nicht festnehmen. Ich kenne meine Rechte. Dann beruhigen Sie sich, Herr Ack. Wir wollen doch nur diese Situation klären. Sie sind schließlich unerwartet über uns hergefallen. Naja, verstehe ich richtig, dass Sie während der letzten 300 Jahre auf der Raumstation Altair 1 gewesen sind? Ich sage gar nichts, bevor ich meinen Anwalt sehe. Faszinierend. Warum reden wir überhaupt mit diesem Ding? Ach der, naja, schön. Hören Sie mal, Herr Ack. Je früher Sie uns beweisen, dass Sie keine Bedrohung sind, desto besser für uns alle. Ich bin Koch. Was soll mir an mir eine Bedrohung sein? Und um Ihre Frage zu beantworten, ich war 330 Jahre, 2 Monate und 17 Tage lang im Wartungsmodus. Als ich aufwachte, war ich hier. Sie sind also kein Duvus-Attentäter? Hören Sie, Monsieur, ich weiß nicht, was ein Duvus ist, und selbst wenn, warum sollte ich es Ihnen sagen? Da haben Sie recht. Was sollen wir mit ihm machen? Beseitigt es, jetzt sofort. Wir wissen nicht, was es tun wird. Erinnert euch an den tanzenden Roboter in Altair. Ich sage, wir lassen ihn im Forschungszentrum wohnen. Wir übernehmen die Verantwortung für ihn. Er ist eine Fundgrube, die danach schreit, studiert zu werden. Ich sehe es kommen, der darf an mir einziehen. Das wagst du? Du riskierst unser aller Leben. Es ist eine lebende KI, von denen gibt es nicht viele in den freien Städten. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann. Interessiert sie denn gar nicht, was ich will? Lassen Sie hören. Ich würde empfehlen, mich freizulassen, aber das werden Sie nicht tun. Deswegen will ich ein Glas Milch. Na gut, das lässt sich einrichten. Und ich will wissen, was mit meiner Crew passiert ist. Hallo? Wir haben die abgestürzte Station überprüft. Ihre Crew hat es nicht geschafft. Sie ist vor Jahrtausenden gestorben. Es tut mir leid. Jahrhunderten. Huch. Oh. Herr Ack, ich bedauere Ihren Verlust. Fürs Erste möchte ich, dass Sie kooperieren und hierbleiben, bis wir wissen, welche Optionen es für Sie gibt. Wäre das in Ordnung? Ja, natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Übrigens, Claudi, wenn du schon hier bist, schau doch, ob du etwas wegen Herrn Ack's Bein und Kopf unternehmen kannst, damit er sich wohl so wohl wie möglich fühlt. Natürlich. Also, das ist jetzt eine interessante Sache. Ganz ehrlich, das finde ich geil. Also, wenn einer bei mir wohnen darf, also, ich habe nichts gegen Pinky. Pinky ist in Ordnung.
Ich würde Pinky zwar mal auf eine Diät hocken, aber. Und der Hund, der kann. Ja, ne, der kriegt sich auch irgendwie allein durch. Der wird ja von den Mädels gefüttert. Aber den da, den hätte ich gerne als Kumpel. Ich weiß zwar nicht, was meine zukünftige Frau dazu davon hält, aber. Das Leben ist hart und endet garantiert tödlich. Halleluja, Halleluja. Herk, möchten Sie, dass ich Ihr Bein und Ihre Kopfwunden versorge? Wozu denn? Oh, meine liebe Lara. Halleluja. Herk sieht niedergeschlagen aus. Vielleicht kann ihn ein Glas Wasser aufheitern. Ja, bring ihn ein bisschen. Ja, jetzt du hier, ne? Also. Danke, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann zögere nicht, die Ziviltruppe um Hilfe zu bitten. Genau, so oft wie ihr mich um Hilfe bittet, also ich weiß nicht. Wir sind sozusagen eine Grenzstadt. Wenn du hier von hier aus nach Westen gehst, erreichst du ziemlich schnell die Peripherie. Manchmal kommen seltsame Monster den ganzen Weg von dort herüber. Wir müssen also immer auf der Hut sein. So, Milch gibt's. Ich hab Milch, aber ich kann auch natürlich Milch Bauernhof kaufen. Und ich habe gerade richtig schlimm Durst und mir tut der Hals weh vor lauter Quatschen, glaube ich. Der ist eigentlich, müsste ja jetzt die Kirche, oder? Ach komm, sei's drum. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Robby. Um Robby Dobby. Dobby. Das ist normales Futter. Der Nektar des Lebens. Ey, ganz mein Kumpel. Heiliger Strohsack, das ist gute Milch. Sie scheinen sich jetzt besser zu fühlen. Das tue ich, danke. Jetzt lasst sich mal sehen, ob ich ihr Bein irgendwie ersetzen kann. Halleluja, Halleluja. Oh, meine geliebte Lara. Wer ist denn Lara? Wer ist Lara? Nur die Liebe meines Lebens. Das mit ersetzen, Ack reparieren, Besen. Geil, ich dachte eben, wie zum Geier komme ich an Besen. Versuchen wir mal das hier. Was war das jetzt? Ich war wieder zu ungeduldig. Drag. Ja, schön. Okay. Das hat's jetzt gefragt. Halleluja.
So, einmal gedrückt reicht. Einfach mal abwarten, was passiert. Okay. Nee, das funktioniert nicht. So, was Gescheites reparieren, ne? Ein Wischmob. Okay, von Besen zu Wischmob. Da sind wir jetzt aber richtig fett upgrade. Das ist ein Pömpel. Ja, der bleibt aber, denke ich, ständig hängen. Ist ja auch blöd. Da poppt er dann fest, da kommt er nicht so richtig vorwärts, würde ich sagen. Echt jetzt? Wow, wir sind stolz auf uns. Knorke. das heißt? Perfekt. Ja, okay. Und jetzt zu ihrem Kopf. Was brauchst du da? Ein Eimer. Ein Wassereimer. Das kann ich, glaube ich, herstellen. Finde etwas im Gebäude, okay. Muss ich es nicht mal selber machen. Jetzt machen wir aus Tin Man, machen wir der Strohman oder wie der ist. Versuchen wir das hier. Ack, 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 ack. Drin hoffentlich, ne? Damit es sich auch wirklich lohnt, die Leute zu erschrecken. Ja, der komische Top hier ist es wahrscheinlich am Ende, ne? Immer drei Sachen probieren und dann. Angezeigt. Was haben wir denn da? Ah, hier kommen wir da. Eine Bratpfanne, eine alte. Nee, eine Soutiere. Oder? Wie heißt die Dinger? Darin machen wir unsere Milchscheiß. Gefällt ihm. Die Augenfarbe sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es sah richtig kack aus, als ich es so gemacht habe. Dann wird auch der Fisch in der Pfanne verrückt. Dufte. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt bleibe ich hier und warte mein Schicksal. Halleluja, halleluja. Blumen niederliegen. Ah, geliebte Lara. Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Ich habe von einem der Einwohner erfahren, dass meine Crew auf dem Friedhof der Stadt begraben wurde. Können Sie für mich ein paar Blumen auf Ihr Grab legen? Klar, mache ich. Vielen Dank. Soll ich Rosen nehmen oder was anderes?
ich die selber pflücken? Tatsache. Ach Gott, jetzt habe ich den ganzen Hausrat mitgeschleppt, sehe ich gerade. Der Besen, der Mob, der Blumentopf. Zusätzliche Attribute, Gesundheit 2. Mission. Okay. Habe ich den ganzen Interieur geklaut. Sie war meine geliebte Crew. Wir haben diese Station wirklich brummen lassen. Danke, dass Sie das für mich tun. Naja, es ist okay. Ich nehme es an. Danke. Ja, wenn du ein Koch bist, kannst du vielleicht was mit anfangen, dachte ich mir. Sie mit Gail reden? Nee, hier ist Gail. Ist vielleicht noch in der Kirche, oder? Um die Uhrzeit, sind die noch in der Kirche? Der Knall hat mich wirklich erschreckt. Ich dachte, das wäre unser Ende. Ah, da muss ich eigentlich mal zu meiner Angebeteten, damit ich sie auch ein bisschen beruhigen kann. Ne? Also so, ne? Ganz uneigennützig und so. Meine stinkigen Ohren reden. Hast du das Ding gesehen, das in der zerfallenen Ödland gestürzt ist? Ich habe gehört, dass es ein UFO sein soll. Die ganze Stadt redet drüber. Ich frage mich, was die Ziviltruppe dort drüben im zerfallenen Ödland gefunden hat. Was möchtest du heute lernen? Milch, Fleisch, Honig. Ja, Milch. Eine weise Entscheidung. Kürbisreis, du mit deinem Reis? Ich hab dir doch schon mal gesagt, meine Olle steht nicht auf Reis. Das ist das Einzige, was ich von ihr weiß. Dass er nicht auf Reis steht?
das war's noch. Bei ihr weiß ich, dass sie nicht auf Blumen abfährt. Es muss eine alte Raumstation oder so gewesen sein. Ohne regelmäßige Wartung ist sein Orbit in den letzten mehreren hundert Jahren sicher nicht gesunken. Ja, das macht Sinn. Kann ich dir eigentlich was verkaufen? Nee, ne? Ach, ich sollte ja eigentlich hier zur Zeitung gehen, ne? Habe ich vergessen. Dann vielleicht zu Mai. Die rannte ja jetzt gerade da hoch. Hallihallo, Handwerkerin. Nee, Handwerkerlein. Hast du das Büro in Port Your Time schon mal besucht? Sieht nicht viel aus. Sieht nach nicht viel aus. Das liegt an unserem grundsätzlich zu niedrigen Budget. Das Hauptquartier ignoriert uns komplett. Sie denken, es würde sich nicht lohnen, in Port Your eine Zeitung zu haben, weil da eh nie was passiert. Aber ich werde das ändern. Wie das was passiert? Ich habe vor, die Port Your Times zu einer der besten der freien Städte zu machen. Du wirst mir dabei helfen. Ich? Yep. Die anderen Handwerker in der Gegend haben alle möglichen Ausreden gefunden, mir nicht helfen zu müssen, weil sie wissen, dass wir nicht bezahlen können. Higgins hat zum Beispiel einfach geradeaus gesagt, besorgt euch erstmal ein Budget. Dieser Idiot. Also bist du meine einzige Hoffnung. Gut, was soll ich machen? Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Pass auf. Seit ich hier bin, müssen Erba und ich alle unsere Artikel per Hand kopieren. Das bedeutet, dass wir weniger Zeit haben, uns draußen Neuigkeiten zu sammeln. Wenn du mir etwas bauen könntest, das unsere Artikel schneller kopiert, wäre das doch schon mal ein super Anfang. Ich frage mal im Forschungszentrum, ob sie irgendwelche Ideen dazu haben. Gut. Das hat sogar noch Ufer, aber nicht mehr lang und das packe ich nicht mehr. Ist toll. Also, Gail, wo ist Gail? Portias Wichtigtour. Was? Dann gehe ich einfach mal Petra war doch gerade eben noch da hinten und meine Angebetete müsste auch gleich dort erscheinen. Kann man da noch was kaufen? Ja, doch, ja. Die müsste auch gleich da aufkreuzen. Die gammelt doch normalerweise sonntags da hinten rum. Mai braucht Hilfe beim Kopieren ihrer Artikel. Klingt, als bräuchte sie eine Druckerpresse. Das sollte nicht allzu schwer sein. Bring mir 5 Datendisks und ich fange direkt an. Das sollte genügen. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Warte mal auf meine Nachricht. Gut. Ja, sie ist nicht da. Schön. Ja gut, es ist Herbst. Vielleicht will sie sich die Blase nicht vergelten noch. Das wäre ja auch sehr klug. Wenn eine Raumstation da drüben hier hinuntergestürzt ist, können wir bestimmt ein paar gute Datenkisten. Du bringst mich auf die Tür. Ja doch. So, wo ist denn jetzt meine Olle? Ach ja. Die Veranstaltung fängt ja galaisch an. Galaisch. Jo.
gut, dann kann ich dich noch anquatschen. Oh, toll, danke. Der Herr Ack hat eine wirklich interessante Persönlichkeit, findest du nicht? Mhm. Also schon entschieden, was mit ihm passieren wird? Noch nicht, wir besprechen noch die Möglichkeiten. Bald wird eine Entscheidung gefällt. Ich verschicke sie mit Post, damit sie jeder erfährt. Die Kirche und das Forschungszentrum hängen sich richtig rein. Was denkst du? Meine Frau sagte immer, jeder verdient eine Chance. Cool. Finde ich gut. So. Albert? Was mit Albert? Hey Handwerker, du scheinst mir ein richtiger, geselliger Typ zu sein. Hast du einen Moment, um deinen alten Freund Albert unter die Arme zu greifen? Jo, klar. Großartig, das ist großartig. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also, so sieht's aus. Du kennst doch Gast, oder? Großer Kerl, lange Haare, bisschen steif. Wir kennen uns schon lange. Er ist einer der Gründe, warum ich nach Portia gekommen bin, um die AG Bau zu eröffnen. Nun, ein Gast hat eine Schwester, Ginger. Die stehen direkt alle neben dir. Und sie ist einfach eine Schönheit. Eine wirklich atemberaubendes Mädchen. Es gibt nur ein Problem. Sie geht nicht wie raus. Was für eine Schande, nicht wahr? Ja, die hat's mit der Haut. Angeblich soll sie ein Gesundheitsproblem haben. Ich kenne die genauen Umstände nicht. Gast weicht immer aus, wenn ich ihn darauf anspreche. Und hier kommst du ins Spiel. Ja, dann frag sie doch. Ich brauche dich, um diese geheimnisvolle Schönheit aufzuspüren und mehr über sie herauszufinden. Sobald du mehr über sie herausgefunden hast, kommst du zurück zu mir. Ich warte auf dich. Hä? Ich glaube, bei dir hackt's. Ach, das ist doch... Achso, das muss ich jetzt machen, oder wie? Oh, hallo. Willst du mehr über mich erfahren? Das ist aber nett von dir. Ich habe ein gesundheitliches Problem, weshalb ich kaum nach draußen gehen kann. Aber das ist in Ordnung. Ich habe einige Hobbys, denen ich sehr gut drin nachgehen kann. Ich lese gern und stelle kleine Schmuckstücke her. Oh, cool. Für mich sind Bildung und Kreativität das Schönste und Wichtigste und das gilt für jeden. Mhm. Übrigens suche ich nach einem Buch namens Reise in den Osten. Es ist ein Klassiker, aber es ist so schwer zu finden. Die Geschichte klingt so traumhaft. Eines Tages möchte ich auch auf so ein Abenteuer gehen. Ein Mädchen, das gern liest, ja? Das ist gut. Ich mag es, wenn sie intelligent sind. Ich glaube, du findest das Buch in der Tafelrunde in Django's Restaurant. Vielleicht musst du ein oder zwei Spiele spielen, aber das ist ja nicht viel verlangt, nicht wahr? Wie, ich bin hier Cyrano de Bergerac und muss alles machen, oder was? Was bist denn du für ein Heinz? So, jetzt gehe ich mal nochmal gucken, ob meine Olle da hinten ist. Ja, sie sitzt da. Das ist, so macht man das. Laufarbeit nennt man das. Und nicht andere schicken. Einen wunderschönen guten Tag, erlaube ich mir zu wünschen. Na du? Wie kann die... Okay, sie macht wieder philosophische Gedanken. Ich dachte jetzt, da kommt wenigstens mal was Neues. Soll ich ihr einen Mob schenken? Bitteschön. Ist das... Wow, ich finde das toll. Hm? Ja, sie sitzt, sie kann jetzt nicht hüpfen, ne? Also, so wie ist es. Wie geht es dich? Ah, schon über 3. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. War immer noch Bekannte. Ich weiß nicht, ab wann es Freund ist. Sprinkler. Ach so, ja. Liebe wie ein blauer Mond. Ach, das ist der Quark. Ah, okay. Alles klar, gut. Gehen wir mal in das Restaurant, ob ich schon genügend Punkte habe für dieses Buch. Ich wollte doch eigentlich für den Bär sparen, nur so sicherheitshalber. Andererseits ist es jetzt auch nicht so tragisch, wenn da, ne, wenn da kurz vor Heirat ein paar Herzen wegfallen, meine Güte. Dann robben wir uns wieder langsam ran. Buch. Die Reise Osten 250. Ritterabzeichen. Weiß ich gar nicht. Krieg ich hier Ritterabzeichen?
Tag ein bisschen, ne? So. Ach so, warte. Ich habe ja hier noch Gedöns, ne? Dir schenke ich dann auch noch ein bisschen Blümchen. Das ist perfekt für mich. Woher wusstest du das? Wusste ich nicht. Pass mal ob. Du, Mann, du. Ich habe hier Blümchen für dich. Danke, dass du mir etwas schenkst. Wie er eben gegrinst hat. War ja wirklich schwer begeistert. Ah, 44 Medaillen, ne? Das ist gar nicht mehr so wenig, ne? War eigentlich ganz gut. So, einfach einsortieren. So, was bringt der Käse hier eigentlich? Irgendwo platzieren. Schrott. Nix, nix, nix. Das ist einfach so Missionsscheiß halt, ne? Das dahin, vielleicht kann man das für irgendwann gebrauchen. Weiß nicht, vielleicht kann man das auch für irgendwas zusammenklöppeln. Was fehlt denn hier bitte? Ach so, das ist das Eisenerz, was fehlt. So, die Abzeichen waren nochmal wo? Hier. Das ist der Ritterkram. Also die Hälfte. Die Hälfte. Ne, Quatsch, 250 waren es, ne? Jut, jut, jut. Gut, was kann ich jetzt noch hier. Ach, guck mal da. Das Bäumchen trägt wieder. Jetzt schon? Es hat ein bisschen Problem hier. Das hier hinten, das steht auch ein bisschen sehr ungünstig. Zeit, ja. Dann nächsten Tag muss ich tatsächlich schon mal Eisenerz gefarmt haben. Ansonsten steht der still. Das wäre blöd. So, Kupferbarren hätten wir genug. Was haben wir denn hier? Glas, 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 Holzkohle. Ja, so ein bisschen Kupferbarren könnte man doch noch. Eigentlich. Gut. Ich brauche auch eigentlich nichts an Futter oder dergleichen. Alle. Vom Glas halt drei Stück.
ein Scheiß halt hier. Oh, ich hab genug Geld. Nee, ich hab nicht genug. 15.000 hab ich nicht, bin ich eigentlich blind. Hä? 23.000 hab ich doch. Wo ist das Problem? Ah, okay, doch, geht. Was ist das? Gibt's, geht noch irgendwo? Hallo? Schild? Aha, da ist Schild. Sehr schön. Wie viel ist es dann als nächstes? 30.000. Okay. Ich habe 8.000. Bin mal gespannt, wie ich das... Haus kann ich vor allen Dingen mal woanders hinstellen. Das wollte ich eigentlich sowieso die ganze Zeit irgendwo anders hin tun. Ich wollte eigentlich die Plattform hier in die Ecke stellen. Und das Haus ganz da hinten irgendwo hin. Andererseits weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, wo ich meine ganzen Pflanzen hinplacken soll. Also die Bäume zumindest.